suchst einen YouTube-Kanal, der dir die schöne alte Retro-Zeit zurückbringt, werbefrei? Bingo! Willkommen bei Hör mal zu und danke für dein Like. Postraub nach einer wahren Geschichte. Deutsche Demokratische Republik 1975. Postamt Neuendorf? Moment mal. Schorsch? Komme! Das wollen Sie dir selber sagen. Ja? Am Apparat. Aber hört mal, hier ist alles ordnungsgemäß raus. Am Sonnabend. Nein, kein Irrtum. 10.000, fragt doch einen Fahrer, den, Ebert, der war dabei. Wieder. Die spinnen wohl. Bei denen fehlt was und uns wollen sie es anhängen. Lassen Sie mich die Aufgaben für die nächste Zeit noch einmal zusammenfassen. Was ist denn? Es ist wichtig. Für den Kollegen Froberger. Dann hätte das Zeit gehabt bis zur Pause. Entschuldigung. Was ist denn Kollege Froberger? Und die finden bei mir eine Wertsendung nicht, die von Neuendorf abgegangen sein soll. Was heißt abgegangen sein soll, abgegangen ist? Das können Sie doch so gar nicht behaupten. Außerdem kann sich sowas wieder anfinden, das ist doch auch schon vorgekommen. Ich wende mich nur gegen Ihre Verdächtigung. Aber lieber Kollege, was heißt denn hier... Um welche Summe handelt es sich denn? 10.000 Mark. Kollege Froberger, Sie fahren sofort zurück, beginnen mit der Untersuchung. Notfalls verständigen Sie die Kriminalpolizei. Morgen erwarte ich Ihren Bericht. Ein überdurchschnittlich gutes und gut ausgestattetes Eigenheim. Nun fang schon an. Nicht bevor der Junge unten ist. Sei doch nicht so prinzipiell. Du bist zu nachsichtig. Pünktlichkeit ist keine Spießertugend. Guten Abend. Sam. Guten Abend, Sven. Ich hab dich dreimal gerufen, Sven. Und einmal muss genügen. Was macht die Arbeit? Na ja. Erzähl doch mal ein bisschen. Opa hat immer berichtet. Bei euch ist was weggekommen. Was denn weggekommen? Eine Wertsendung mit 10.000 Mark. Nein. Froberger hat heute meine Figuren gesehen. Der meint, ich bin begabt. Der versteht was davon. Und wenn du es genau wissen willst, deine Post steht mir bis hier. Macht mich krank, finde ich zum Kotzen. Sven! Der Postdienst ist durchaus eine Möglichkeit für dich, Junge. Und lass das bitte mit den Figuren. Du hast dich auf dein Studium vorzubereiten. Und jedes Versagen fiel auch auf mich zurück. Nach dem Abendessen unterhalten sich die Eltern über ihren Sohn. Was ist bloß mit dem Jungen? Er ist immer zu Hause, immer allein. Das ist doch nicht normal. Und dann dieses Hobby, Püppchen kneten. Das Modellieren ist nicht bloß ein Hobby. Vielleicht hätte er sich doch an der Kunsthochschule bewerben sollen. Seidels waren immer auf der Post. Der nächste Morgen, 8.30 Uhr. Die Kriminalpolizei ist in der Postfiliale und lässt sich den Tathergang noch einmal vorspielen. Ich bin soweit. Dann bitte. Du kannst! Einmal Spalte 1 und einmal Spalte 2. Einmal Spalte 1, einmal Spalte 2. Ja. Haben wir doch gar nicht gemacht. Soll aber sein. Führen Sie uns bitte vor, wie es tatsächlich war und nicht, wie es hätte sein sollen. Üblicherweise übernimmt der Kollege von der Abfertigung an der Rampe, wie ich hörte. Ich hatte keine Zeit, ich musste zum Fußball. Alle anderen waren schon weg. Das ist unser jährliches Sportfest, eine schöne Tradition. Dabei werden sämtliche Dienstanweisungen außer Kraft gesetzt. Natürlich nicht. Kollege Ebert, wieso haben Sie sich eigentlich auf Ihrer Tour verspätet? Panne. Die Zündung. Ich hab schon ein paar Mal moniert, aber ehe Public so aus der Knete kommt. Hey, ich hab's ja am selben Tag noch repariert. Obwohl Feierabend war. Es war vor Feierabend und auch bloß, weil ich dich geschmiert habe. Jetzt beschuldigen Sie bitte nicht noch andere Kollegen, wenn Sie unkorrekt gehandelt haben. Ach, jetzt soll ich schuld sein, ja? Und er? Warum hat er die Post nicht von der Rampe geholt, wie seine Aufgabe ist? Aber Sie haben sie ihm doch gebracht. Ja, nachher. Was nachher?
Na, als sie immer noch da lag. Wo? Auf der Rampe. Ich hab ausgeladen. Ich musste doch noch in die Werkstatt und dann gleich zum Spiel. Und als ich von Pavlik nach 10 Minuten rauskomme, liegt das Zeug immer noch da. Da hab ich's rein. Moment mal. Die Beute lagen fast 15 Minuten unbeaufsichtigt auf der Rampe. Am Hinterausgang des Postamtes. Scheinbar. Nicht zu fassen. Zur Übergabe hätte in diesem Fall der Sven Seidel an die Rampe kommen müssen, das ist schon richtig. Aber sehen Sie, die Post kommt in kurzen Abständen herein und muss sofort bearbeitet werden. Die Fahrer wollen ihr Auto abstellen. Deshalb machen sie die Übergabe in der Praxis. Meist selbst. Sie sehen ja, wohin diese Praxis führt. Herr Seidel, und dann wurden die Postsäcke geöffnet? Beutel. Bitte? Wir sagen Beutel, bei der Post gibt's keine Säcke. Kollege Zander. Hugo! Bitte, du sollst den Genossen der K. zeigen, wie ihr gearbeitet habt. Ja, wir haben's gemacht, wie immer. Die Beutel geöffnet und die Post verteilt. Neundorf wert. Öffnen. War die Plombe unversehrt? Ganz bestimmt. Die hat er mir gerade gezeigt. Wir haben den Wert gesucht. War nichts drin. War das die Fahne der bewussten Sendung? Hm? Ja. Wo ist die Plombe? Die Plombe? So, Papierkorb. Warum wurde gerade die nicht aufgehoben? Warum? Warum? Mhm. Ja, Mensch, mir hat 50 Jahre kein Pfennig gefehlt. Das wissen alle. Die kennen mich. Waren Sie während der Arbeit immer zusammen? Oder hat auch mal jemand den Raum verlassen? Nein, keiner. Wir waren immer hier. Hm. Und haben Sie das Postamt zusammen verlassen? Nein, er wollte zum Abschlussball. Tja, da habe ich ihn gehen lassen. Hm. Wo sind wir ungestört? Vielleicht bei Ihnen, Frau Milch? Aber bitte. Herr Zenner, wir sollten uns lieber allein sprechen. Ach so. Wir suchten Sündenbock. Da muss schneller gefunden werden. Herr Kollege Zander, was reden Sie denn da? Sie müssen doch verstehen, dass... Unsere Aufgabe besteht darin, die Wahrheit herauszufinden. Komm mal mit. Die Alten sind auch nicht ohne. Ach, Hugo ist sowas gar nicht fähig. Aber du, was? Ich weiß nicht. Geld braucht er. Die sammelt er jeden Tag. Er zeigt eine Reihe von leeren Flaschen, die unter dem Schreibtisch des Postmeisters stehen. Aus Ordnungsliebe, du Kamel. Sven? Ja? Warum hast du mir auf dem Fest nichts gesagt? Da hab ich nicht mehr dran gedacht. Und die Plombe ist in den Papierkorb gewandert? Ja. Aber den habe ich dann im Amt noch ausgekippt. Wenn das wirklich gestohlen ist, dann haben die Täter das viel raffinierter angepackt. Bestimmt. Hast du das schon öfter gemacht? Was? Deine Keramikversuche. Ach so. Hm? Ja. Bleib dran. Vielleicht ist das sogar mehr deine Berufsrichtung. Hm? Was sagt denn dein Vater dazu? Puppenkram. Ja, warum sollte man nicht zu unserem nächsten Sportfest so Keramikfiguren oder Vasen oder Töpfe als Preise überreichen? Hm? Ja. Weißt du was? Wir gründen einen Keramikzirkel. Aber den muss einer richtig leiten. Ja, du. Ja, du hast das Zeug dazu. Na, künstlerisch sowieso und organisatorisch, naja. Aber ich glaube, wenn du etwas ganz fest willst, dann packst du es. Wenn du willst, dann rede ich nochmal mit deinem Vater. Du bist nicht geeignet für die Post. Du hättest dich durchsetzen müssen, mein Junge, das ist dein Leben. Das sagen Sie so leicht. Wissen Sie, seit dem Unfall damals, als mein Bruder umkam, werde ich von ihm zugedeckt mit Fürsorge, Liebe. Jeder Schritt ist kontrolliert. Haben Sie was gefunden? Er hat tatsächlich die Plombe gefunden und ruft sofort die Kripo an. Sehen Sie, damit sich die Schnur nicht lockert, wird vor die Plombe ein Knoten gemacht. Dieser Knoten ist also normal. So ein eindeutiger Beweis wäre für uns ein zweiter Knoten an einer anderen Stelle. Nun habe ich aber hier eine Plombe gefunden. Was fällt Ihnen da im Vergleich zu der anderen auf? Die ist kürzer. Richtig.
Und zwar erheblich. Und was könnte das bedeuten? Sie wurde zweimal durchschnitten. Alle Achtung. Jawohl. Und nun, woher ist die Plombe? Neuendorf. Genau. Naja, aber damit ist noch nicht bewiesen, dass es sich um die gesuchte Plombe handelt. Aber vielleicht ist es ein Indiz. Wenn Sie meinen. Ich nehme es mit ins Labor. Ins Labor, ja. Die Meldung aus dieser Kartei. Liegt zwar eine Weile zurück, aber immerhin. Ja. Sagen Sie, gab es in der letzten Zeit mit Ihrem Fahrer Ebert irgendwelche Schwierigkeiten? Ebert? Sie meinen seine Vorstrafen? Hm. Körperverletzung, schwerer Raub? Nö, eigentlich ist ihm nichts nachzusagen, Frau Mönch, oder? Nö. Allerdings, wir haben den Ebert vor einiger Zeit erwischt, wie er alte Zeitungsbündel privat zum Altstoffhandel gebracht hat. Ich wollte eigentlich nicht darüber reden, aber vielleicht sollte man das jetzt anders sehen. Als die Mutter Svens Zimmer betritt, staunt sie. Mehr als ein halbes Dutzend künstlerisch wertvoller Tonfiguren stehen auf dem Regal. Die ist dir aber gelungen. Jetzt lohnt sich auch, sowas richtig zu machen. Ich habe nämlich einen Brennofen in Aussicht. Brennofen? Hm? Wo hast du denn das Geld her, Junge? Ach, der Ofen ist von Froberger. Seine Geschiene hat das mal gemacht. Dafür baue ich in der Post einen Keramikzirkel auf. Und den Ofen bekomme ich beständig. Schön. Doch plötzlich ändert sich sein Gemütszustand. Er wird still und die Mutter fragt, was mit ihm sei. Das war so einfach. Ich war im Moment allein im Raum. Und ich wollte einen Brennofen. Ich wollte endlich mal was riskieren. Aber doch nicht so, Junge. Ich muss weg hier. Raus aus dieser ewigen Bevormundung, mit diesem ständigen Neinreden, alles, was ich tue und lasse. Ich kann das von Vati nicht mehr hören. Vati hatte ich gern. Ich weiß. Und dann war's wie ein Witz. Kaum hatte ich das Geld, bekomme ich von Froberger einen Brennofen. Wo hast du denn das Geld? Nicht hier, bei Froberger. Froberger? Macht er das mit oder was? Ach, er weiß gar nichts davon. Das ist auch so eine blöde Geschichte. Froberger hat mich und noch ein paar Kollegen nach der Abschlussfeier zu sich eingeladen. Und ich war der Einzige, der eine große Tasche hatte. Da sollten die Weinflaschen rein. Ich also das Geld in Anorak. Bis zur Wohnung ging's ja, aber da musste ich mich ausziehen. Und da habe ich das Geld in der Toilette versteckt, hinter der Rohrverkleidung. Da ist es runtergerutscht. Ohne Werkzeug kann man da nun nicht mehr ran. Junge, was hast du bloß gemacht, dass die Leute erfahren? Ich gebe das Geld zurück. Natürlich gebe ich es zurück! Ich muss bloß irgendwie rankommen. Ach so. Es gäbe da eine Möglichkeit. Du tust nichts Unüberlegtes. Wir müssen das alles mit Vater bereden. Auf keinen Fall! Ich habe in die Sache eingebrockt, ich muss da irgendwie raus. Und wenn man das Geld hat, könnte man es ja in der Post irgendwie auftauchen lassen. Als fehlgeleitet oder so. Vati lässt dich schon nicht im Stich. Was ist denn? Weil Froberger dich nach Hause lässt, kann ich Überstunden stoppen. Eher vom Chef. Hat das nicht Zeit bis morgen? Offensichtlich nicht. Die Kriminalpolizei will mich sprechen. Unser Sohn kriminell. Er setzt seine ganze Zukunft aufs Spiel. Meine mit. Wenn wir nun... Ich meine, wenn wir nun für ihn zur Polizei gingen. Mein Gott, wenn ich könnte, ich würde alles auf mich nehmen, nur damit der Junge ungeschoren davonkommt. Mit einer Vorstrafe verdirbt er sich alles. Er soll doch studieren. Wir müssen ihm helfen. Er muss den Mund halten. Er muss weiterarbeiten wie bisher. Ich muss an das Geld ran. Die Idee mit der Fehlleitung, die ist gar nicht schlecht. Sowas kommt vor. Wir können doch Sven nicht auch noch verlieren. Das war doch damals nicht deine Schuld. Gut 30 Minuten später im Zimmer des Jungen. Ich begreife nicht, warum du das gemacht hast. Aber wir wollen dir helfen, Sven. Mama und ich stehen zu dir, das musst du wissen. Schließlich sind wir eine Familie und der Name Seidel gilt was im Kreis. Also, du bleibst bei deinen bisher gemachten Aussagen.
Über jeden weiteren Schritt informiere ich dich rechtzeitig. Ich trage jetzt die Verantwortung. Hast du verstanden, Sven? Also. Gute Nacht. Nacht. Und schlaf gut. Danke, Vati. Im Werkstatthof der Postfiliale am nächsten Morgen. Ich hab sowas noch nie gemacht! Du bist strafversetzt, das musst du auch spüren. Aber ich muss das nicht spüren. Mein Wagen muss rollen. Los, steck deinen Rössel rein. Das machst du selber. So nicht, du! Mensch! Ebert! Mutter, was soll denn das? Du reparierst jetzt den Kasten, sonst hänge ich dir ein Disziplinarverfahren an wegen Arbeitsverweigerung. Sander hat schon richtig gemacht. Man muss kündigen. Hör auf. Ach, das ist doch nicht nötig. Das klärt sich ganz schnell auf mit dem Geld. Und dann fährst du wieder. Woher willst du denn das wissen? Na, wenn er es nicht weiß. Sein Vater wird doch von der Kriminalpolizei informiert. Natürlich. Du, das war schön, dass du das gesagt hast. Da ist jetzt so viel Gehässigkeit. Sie haben ausgesagt, immer mit Sander zusammen gewesen zu sein. Und keiner von Ihnen hätte den Raum verlassen. Genau, so war's. Nun liegt uns hier eine Aussage Ihres Amtsleiters vor, Sie hätten ihm gegenüber erwähnt, den Papierkorb noch am selben Tag geleert zu haben. Dazu mussten Sie doch den Raum verlassen. Na ja. Also war Ihr Kollege Zander einen Moment allein im Raum? Na ja. Wie lang war denn der Moment? So 3-4 Minuten? Na ja. Also Zeit genug für Ihren Kollegen Zander? Nein! Hugo macht sowas nicht! Und seine plötzliche Kündigung? Hugo nicht! Haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Wir waren es nicht! Wir haben die Plombenschnur. Sie wurde zweimal durchschnitten. Von mir nur einmal. Und Hugo hat das bestätigt. Danke, Sie können gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Aber wenn die Plombenschnur zweimal durchschnitten wurde, kommen nur Seidel und Zander in Frage. Ja nicht. Das kannst du nicht wissen. Kam vorhin telefonisch vom Labor. Die Schnur, die uns Froberger präsentiert hat, wurde nur einmal durchschnitten. Schade. Was könnte Froberger für ein Interesse daran haben, den Verdacht in eine bestimmte Richtung zu lenken? Also das Gerüst wird aufgestellt. Wann willst du denn nun das Geld holen? Du musst dich beeilen. Die Wohnung von Froberger wird mitrenoviert. Da werden sie das Geld bald finden. Und wenn man das Geld nun bei Froberger finden würde, dann muss er doch erstmal erklären, wie das Geld in dieses Versteck kommt. Aber dann wird Froberger verdächtigt. Nur Sven müsste dicht halten. Das macht er schon. Heute hat er mir erzählt, bei der Vernehmung hat er sich absolut an die Aussagen gehalten. Sven, ich muss dir mal was sagen. Vati ist draufgekommen. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht mehr ran an das Geld. Es kann doch ruhig da liegen bleiben. Und wenn es dann irgendwann mal gefunden wird, dann wird mir ja erstmal den Froberger. Nicht? Aber das könnt ihr doch nicht so machen. Na, warum denn nicht? Denk doch nicht immer an die anderen, Junge. Denk doch mal an uns und an dich. Nicht auf die Tour. Und nicht auf Frobergers Kosten. Sven, du hast das doch gemacht. Spar dir bitte deine Vorwürfe, wenn wir dir helfen wollen. Froberger wird da nicht hineingezogen. Ich komm schon irgendwie ran an das Geld. Du wirst ohne Vati nichts unternehmen, Sven. Das Geld muss raus da. Ich kann das mit Vati nicht mehr besprechen, Junge. Der kommt heute nicht nach Hause. Das ist mir egal, wie du es machst. Auf Vorbeige jedenfalls lasse ich nichts kommen. Du wirst dich hier zusammennehmen. Verstanden? Ich bin hier noch vorgeladen. Dann sag ich ihm die Wahrheit. Was kann mir denn passieren? Bist du verrückt? Bist du unsere Familie? Willst du alles, was wir uns geschaffen haben, aufs Spiel setzen? Ich hab mir nichts geschaffen! Und von euch lasse ich mir nichts mehr sagen! Sven! Ich muss zum Dienst! Ach. Nun bricht zusammen. Sven ist zu früh! Hat jemand Froberger gesehen? Nein. Nö. Ist ja Froberger irgendwo. Er wollte mit Egon über Land.
Wenn du rennst, erwischt ihn nach unten im Hof. Danke. Herr Vorberger! Ich muss Sie dringend mal sprechen. Ja, was ist denn? Nicht hier. Könnten vielleicht mal drüben. Also du, wenn es nicht sofort geht, dann besser morgen. Ich bin schon viel zu spät. Tschüss. Ist etwa noch was? Nein, nein, Feierabend. Hier ist nur der Bericht der Spurensuche. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Hofmauer oder das Tor überstiegen wurden. Ach, und der Überprüfungsbericht. Keinerlei Verdachtsmomente gegen Ebert. Wie erwartet. Bleiben also die Mitarbeiter der Post, die noch im Hause waren. Mhm. Herein. Genosse Hauptmann, Herr Zander möchte Sie sprechen. Guten Tag, Herr Zander. Guten Tag. Ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht. Bitte nehmen Sie erstmal Platz. Danke. Ich habe an die Wandzeitung so einen Zettel. Ach, Sie waren das. Und wir legen uns mit Froberger an. Eine Fälschung. Ich wollte, dass der Verdacht endlich von mir genommen wird. Wissen Sie, Sie haben uns mit dem Ultimatum in eine unmögliche Situation gebracht. Genützt hat's nichts. Der Zettel ist ab. Und passiert ist doch nichts. Sie verdächtigen mich immer noch? Wir müssen alles überprüfen. Ich war am Anfang doch mal draußen. Und habe hinter den Letzten, die zum Sportfest gingen, die Tür abgeschlossen. Ja, und da war der Sven Seidel mit der ganzen Post allein. Warum sagen Sie das erst jetzt? Naja, eigentlich wollte ich keinen Kollegen belasten. Aber ich habe ja gekündigt. Sven Seidel hat ausgesagt, dass er auch einmal draußen war. Den Papierkorb wegbringen. Ja, das stimmt. Das war aber ganz am Schluss. Da war das Geld schon weg. Ist das alles? Ja. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aussage. Und was das Ultimatum betrifft, da können wir vielleicht großzügig sein. Ja, danke. Mhm. Sie hören dann in den nächsten Tagen von uns. Gut, Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Zander. Genosse Meister. Und wenn das alles Taktik war? Das Ultimatum? Die Reue? Das Belasten von Sven nur, um von sich abzulenken? Wenn das alles stimmt, dann stimmt es auch, dass Sven eine labile Haltung zum Postdienst hat. Und du weißt, auf solchem Boden können auch 10.000 Mark abhanden kommen. Und Frobergers Aussage. Er hat Sven seine Arbeit immer verteidigt. Sein Bemühen gelobt, sie ständig zu verbessern. Warum soll das plötzlich nicht mehr stimmen? Oder was verbindet Froberger mit Sven? Der Name Froberger sollte die Beamten noch am späten Abend beschäftigen, denn ein Notruf traf ein, dass der Mann tot im Hinterhof läge. Irgendwelche Anhaltspunkte? Bei dem Wetter scheint von ganz oben gestürzt zu sein. Genosse Hauptmann, kommen Sie mal bitte. Von Frau Karlau werden wir vorläufig nichts erfahren. Der Arzt ist schon weg. Bringen Sie nach Hause, soll sie sich ausschlafen. Sagen Sie, wie lange steht schon dieses Gerüst? Nun ja, seit heute. Die Frau Seidel, die Mutter von unserem Sven, die hat uns vor 2 Tagen damit überrascht. Die arbeitet nämlich bei der PKH Aufbau. Als die Seidels vor ihrem Haus ankommen, sehen sie den Sohn durchnässt und zusammengekauert vor der Eingangstür. Na Sven, hast du wieder mal einen Schlüssel vergessen? Froberger ist tot. Was? Ich hab ihn umgebracht. Ich bin Mörder. Warum hab ich bloß auf euch gehört? Warum hab ich das nie gesagt mit dem Scheißgeld? Sag mal, du kannst uns doch jetzt nicht verantwortlich machen. Ich habe dir gesagt, nichts ohne meine Anweisung. War so einfach. Das Gerüst, das offene Fenster. Warum ist er zu früh da rausgekommen? Es war Zufall, dass er eher zurückkam. Dafür konntest du doch nicht. Hast du ein Glück gehabt?
Froberger ist nicht tot, sondern schwer verletzt. Was ist mit dem Schuh passiert? Ich weiß nicht. Vielleicht als... Die Schuhe kommen in den Müll. Ich versuche morgen mit Froberger zu sprechen. Das Geld schleuse ich in den Postweg zurück. Im Klinikum versucht der Kommissar, eine Aussage von Froberger zu bekommen. Diesem geht es jedoch so schlecht, dass keine Aussage möglich ist. Sie können nicht zu ihm. Es hat keinen Zweck. Sie werden erwartet. Ach, sind die Genossen von der K. schon wieder da? Nein. Welche Überraschung. Na Junge, was gibt's denn? Ich war eben im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ist jetzt bei ihm. Ich möchte im Moment nicht gestört werden. Was kann Froberger der Polizei gesagt haben? Von dem Geld weiß er doch nichts. Nein, aber er hat mich erkannt. Wo? In der Wohnung? Auf dem Gerüst. Setz dich mal hin. Setz dich doch mal hin! Sven, wenn Froberger wieder gesund wird, dann ist doch im Grunde genommen nichts passiert. Das Geld findet sich wieder an, Froberger wird seine Arbeit wieder... Aber das kann man doch nicht so sehen! Sven! Sven! Wenn du jetzt irgendetwas Unbedachtes tust, dann bringst du uns alle ins Unglück. Ach! Vielleicht hast du auch Talent mit deinen Figuren. Und möchtest das studieren. Du meinst auf einer Kunsthochschule? Ja, aber mit einer Vorstrafe. Ja. Es ist schwer. Du kennst doch das kleine Lokal unten in der Hauptstraße. Da isst du erst mal was. Und meinetwegen bringst du auch einen Cognac. In einer Stunde hole ich dich wieder ab. Ich habe nur noch was zu erledigen. Die Klinik meldet sich beim Kommissar. Froberger ist verstorben. Fuchs? Ja. Aha. Schönen Dank für die Mitteilung, Frau Milch. Wiederhören. Das Geld ist wieder da. Das war eine Fehlleitung. Na, wenigstens ein Fall gelöst. Ah, ist das nicht ein bisschen einfach? Moment mal, also. Gestern wird bei Froberger eingebrochen. Heute taucht das Geld wieder auf. Wenn nun das Geld bei Froberger in der Wohnung war, und wenn Froberger mit von der Partie war und dann kam es zum Streit und der ist dabei verunglückt. Denken Sie an das Ultimatum. Vielleicht war das der erste Schritt zurück. Also doch Zander. Befragen Sie ihn noch einmal. Fuchs besucht nochmal die Seidels. Er hat einen unbestimmten Verdacht. Er litt unter diesen Vernehmungen und wollte Ihnen mitteilen, dass sich das Geld wieder angefunden hat und er damit entlastet ist. Ganz schade, dass er nicht gekommen ist. Sonst wäre die ganze Sache vielleicht schon erledigt. Können wir was für Sie tun? Ja, ich hätte zunächst eine Frage an Ihre Gattin. Sagen Sie, wie kam es denn zu diesem Gerüstaufbau an der Post? Ich hatte Froberger wegen des Geldverlustes ziemlich hart angefasst. Irrtümlich, wie sich ja jetzt herausgestellt hat. Und da wollte ich mir eine Freude machen. Wir hatten für die hiesige Post einen Renovierungsauftrag befürwortet und meine Frau, die hat da ein wenig nachgeholfen, dass er realisiert wird. Er wird nicht realisiert. Der Meister meinte, die ganze Angelegenheit sei eine Eigenmächtigkeit ihrer Frau. So. Nun, da haben wir vom Post- und Fernmeldeamt ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja. Sagen Sie, wie verstand sich eigentlich Ihr Sohn mit Herrn Froberger? Ausgezeichnet. Sven schwärmte ja geradezu von ihm. Bei jeder Gelegenheit fiel sein Name. Auf ihn ließ er nichts kommen. Ich war wirklich manchmal schon richtig eifersüchtig. Frau Seidel, welche Schuhgröße hat Ihr Sohn? 42.
Ja, 42, warum? Trägt er manchmal Turnschuhe? Wie alle jungen Leute. Ach, könnte ich die mal sehen? Die hat er an. Na, hat er sicher nicht nur ein paar Schuhe. Er trägt sie immer ab und dann kauft er sich neue. Die alten werden weggeschmissen. Können Sie sich erinnern, ob rote Zierstreifen an den Seiten waren? Nein. Aber worauf wollen Sie denn nun hinaus? Ihr Sohn steht im Verdacht, am Unfallabend in die Wohnung Frohbergers über das Gerüst eingestiegen zu sein. In Fuchs keimt der Verdacht, dass der Junge zurück zum Tatort, zum Haus mit dem Gerüst geeilt ist. Dorthin fahren sie und finden ihn oben auf dem Dach stehend, bereit zum Sprung. Deutsche Volkspolizei, entschuldigen Sie bitte. Ihr zwei nach oben, die anderen mit mir. Moment, den Generalschlüssel. Immer habe ich getan, was du mir gesagt hast. Jetzt sollen's alle wissen. Ich war das mit dem Geld. Und ich habe Frohberger umgebracht. Und der hat mich dazu getrieben. Das ist nicht wahr. Schnell! Zwei starke Arme reißen ihn zurück. Danke. Bedanken Sie sich bei der Kollegin, die uns informiert hat. Genosse Hauptmann von Leutnant Berger. Er kümmert sich um den Jungen. Ja, danke. Hör mal zu. Das ist werbefreie, kostenlose Unterhaltung für alle Kopfkino- und Retro-Fans. Danke für dein Like und bis demnächst hier bei uns.